Hallo allerseits, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag bloß Hallo Sascha. Hallo Henrik, hallo Marc. Hallo Marc, hallo Publikum. Schön, dass ihr euch alle wieder versammelt habt auf dem heimischen Sofa, am Fernsehgerät oder so. Sascha, mein Lieber, wir fangen ja einmal damit an, welchen Welttag wir heute haben. Ja, und wenn du dich hier so umguckst, dann siehst du sogar, was wir für einen Welttag haben, Henrik. Ich werde verrückt. Hier fliegt ein Drachen durchs Studio. Nein, dabei ist es ja gar nicht so windig. Was willst du denn damit sagen? Ist ja das etwa der, ich habe es aufgeschrieben, Drachen steigen lassen Tag? Ja, genau der ist es, Henrik. Ja, kann man machen. Ist vielleicht ganz günstig, denn vorher, als wir dieses Sturmtief hatten, diese Nadja, da wäre uns der Drachen um die Ohren geflogen. Ja. Jetzt, wo es ein bisschen windstiller ist, ist es nicht so gefährlich, ne? Nee, stimmt. Und ich habe im Wetterbericht gesehen, der nächste Sturm ist schon im Anmarsch. Ach du lieber, wirklich? Dann würde ich sagen, Leute, holt den Drachen raus, bindet ihn irgendwo fest und viel Spaß. Warum nicht? Wir zeigen die Auflösung des Bilden-Resterlegens. Klar, des restlichen... Ei, verdammte Kiste nochmal, Klappe die zweite. Wir zeigen die Auflösung des letzten Bilderrätsels. Weißt du noch, was das war? Ja, natürlich weiß ich das. Das ist eigentlich ein sehr geschichtsträchtiges Haus in den Rotenburger Werken. Aber heutzutage wirkt es nicht mehr so. Es ist die alte Kapelle. Und wer weiß, dass die Rotenburger Werke eine kirchliche Einrichtung waren, nicht waren, sondern sind, der weiß auch, dass eine Kapelle dazu gehört hat. Denn die Rotenburger Werke haben mal klein angefangen. Das hast du schön gesagt, genau. Denn ich schnipse erstmal das Gebäude auf den Green Screen. Das ist sie, die alte Kapelle. Sascha, wir haben ja große Pläne mit dem Gebäude. Ja. Was haben wir vor? Ja, da soll ein Archiv rein und ein Ort der Begegnung. Cool. Aber da wohnen ja noch Menschen drin, ne? Noch wohnen da Menschen drin. Gegenüber des Hauses wird gerade ein Neubau gebaut und da sollen die Menschen dann einziehen. Super. Ja, das ist eine tolle Idee. Denn wir kennen ja unseren Kollegen Klaus Brünjes. Ja. Der pflegt unser Archiv. Unglaublich viele Akten und Fotos hat er gesammelt. Und mit diesem Archiv möchte er dann ins Haus der Geschichte einziehen. Es wird Aufenthaltsräume geben, eine Bibliothek, ein kleines Museum, alles Mögliche. Also große Pläne hat der Klaus und dafür ist das Haus genau richtig, denn es steht ja auch am Stadtrand, direkt an der Goethestraße. Genau. Quatsch, an der Soltauer Straße, beziehungsweise Bergstraße. Wie auch immer. Wir haben natürlich auch Aufnahmen, wie die alte Kapelle früher ausgesehen hat, die zeigen wir gleich, aber erstmal machen wir den Green Screen wieder sauber. Und Marc spielt durch den Bildschirm jetzt zwei Fotos. Einmal eine Aufnahme von außen. Ich glaube, die Kapelle wurde gebaut 1887. Klaus, korrigier mich, wenn es nicht stimmt. Ruf doch mal an. Ist doch live. Kannst du mal eben... Nee, ist ja gar nicht. Ist egal. Und dann gibt es eine Innenaufnahme. Die zeigt der Marc jetzt. Das war also eine schöne Kapelle. Ich glaube, mit bis zu 200 Plätzen oder so etwas. Wie man sieht, mit hölzernem Tonnengewölbe, so nennt man das. Irgendwann, Sascha, war die Kapelle zu klein. Ja. So, und dann, was hat man dann gemacht? Ja, dann hat man 1912 die Kirche zum Guten Hirten gebaut. Siehst du? Mhm. Richtig. Und dann war die alte Kapelle als Kapelle nicht mehr zu gebrauchen. Man hat ein Wohnhaus draus gemacht. Genau. Tolle Geschichte. Gut, das war mal ein sehr interessantes Bilderrätsel. Und ich schaue auf den Plan und stelle fest, wir müssen ja schon wieder ein neues liefern. Ach du lieber. Sascha, wir waren ja beide da und haben das Foto gemacht. Deshalb zeigen wir jetzt mal das erste Bilderrätsel und verraten nicht, was es ist. Das wäre ja auch zu blöd. Aber vorab können wir sagen, ein Haus ist es schon mal nicht. Du, Sascha. Alex ist wieder dabei. Aha, das ist cool. Mit einer Außenreportage. Und diesmal geht es um ein Thema, was wir schon mal hatten. Thema Nachhaltigkeit. Oh, das finde ich cool. Da gibt es sogar eine Arbeitsgruppe in den Rotenburger Werken, habe ich gehört. Ja, also früher nannte man sie Hof- und Gartengruppe. Das hören Sie heute nicht mehr gern. Ich glaube, sie nennen sich jetzt mobilen Dienstleistungsservice, so was Ähnliches. Okay. Also wir sehen die Leute vor uns, die jeden Tag durchs Gelände laufen und für Ordnung sorgen. Es geht um das Thema Mülltrennung.
Also Alex zeigt, wie sie das zu Hause macht. Mhm. Und sie zeigt, wie man es in den Rothenburger Werken macht. Ganz professionell. Denn Mülltrennung ist ein großes Thema. Es gibt Glas, es gibt Papier, es gibt Metall. Das muss man ja alles irgendwie auseinanderhalten, damit man es recyceln kann. Genau. Und damit die Müllabfuhr den Müll abholt. Denn wenn zu viel Plastik im Papiereimer ist, dann nimmt die Müllabfuhr den Papiermüll nicht mit. Ja, stimmt. Das ist in Deutschland sehr streng geregelt. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich finde das gut. Jetzt schauen wir uns an, was Alex uns mitgebracht hat. Und ich tauche unter. Ja, Nachhaltigkeit ist auch Mülltrennung. Wir zu Hause trennen unseren Müll auch. Ihr seht, hier haben wir unsere Tonnen. Gelbe Tonne, Hausmüll und Papier. Das Glas bringen wir immer zum Glascontainer. Denn wer den Müll richtig trennt, fördert das Recycling und schont damit die Umwelt und schützt auch unsere Gesundheit. Und deshalb ist Mülltrennung wichtig. Und ganz ohne Müll kommt keiner aus. Also, mein Plastik packe ich zum Beispiel in die gelbe Tonne. Da darf auch Alu rein, Joghurtbecher. Man muss die nicht auswaschen. Die dürfen nur nicht voll sein. Ja, jetzt hole ich nochmal mein Papier. Ja, wir haben im Wohnzimmer eine kleine Kiste, da sammeln wir immer das Papier, sodass ich nicht jedes Mal mit jedem einzelnen Bogen zur Papiertonne muss. Und dann kommt das in die Tonne rein. So, Papier wird alle 4 Wochen abgeholt und Hausmüll und Plastik im Wechsel immer. Jede Woche einmal Hausmüll, einmal Plastik, einmal Hausmüll, einmal Plastik. Ja, und gleich bringe ich noch mein Glas zum Glascontainer. Ja, unser Glas sammeln wir zu Hause in der Kiste und Glas gehört in die Container. Das muss sortiert werden nach Weißglas und nach Grünglas. Blaues Glas und Gelbes darf sogar mit in den grünen Container. Deckel können draufbleiben, aber besser kommen die Deckel ab. Und ich pack den zu Hause in anderen Müll. Okay, Glasflaschen bestehen heute vorwiegend aus Altglas, damit das so bleibt. Also auch mal gleich unten drauf. Hallo Tobias. Hallo Alexandra. Du, wir haben bei Sach bloß das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Ich habe bei mir zu Hause den Müll, den trennen wir ja, ne? Mhm. Gelber Sack, Restmüll, Pappe, Dose, Glas. Genau. Ja. Also wir haben verschiedene Tonnen, die zu Hause stehen, da sortieren wir das rein, ne? Ja. Und dann wird es hier abgeholt. Mhm. Wir bei den Rothenburger Werken, die Wohngruppen oder die Wohngemeinschaften, haben die alle eine eigene Tonne? Nein, die haben keine eigene Tonne. Überall haben wir große Tonnen stehen, 1100 Liter. Gelbe Tonnen und grüne Tonnen, wo dann sortiert wird und wir holen das von der Hofgruppe ab, Service und Dienstleistung. Von der Service und Dienstleistung? Ja. Okay, trennt jede Wohngemeinschaft das richtig oder? Ich sag mal, zu 95% wird das richtig sortiert, aber wir finden immer wieder Sperrmüll in den Restmüllcontainern oder halt in den gelben Tonnen. Da gehört das natürlich nicht bei. Genau. Heute zum Beispiel hatten wir einen Koffer im Restmüll. Ist nicht. Okay. Ja? Ja. Ja, das ist blöd, weil wir tun ja was damit für die Umwelt. Es soll ja nachhaltig sein und auch die Kosten senken. So ist es. Ne? Genau. Sag mal, und dann kommt ihr quasi mit dem kleinen Trecker, mit den ganzen Tonnen hierher und genau. Dann? Mit den grünen Tonnen, die Restmüllkonten, die kommen dann hier in die Presse rein. Ja. Und dann werden die leer gemacht, die Container. Und so, ich sag mal, alle 1,5 bis 2 Wochen wird dieser Restmüllcontainer dann abgeholt und entleert. Okay, also ja. Ihr sortiert alles hier, ne? Wir sortieren hier alles. Wir haben hier Pappe, hier haben wir Restholz drin, der wurde erst gestern geleert. Ja. Da haben wir Sperrmüll stehen. Ja. Sascha sortiert gerade Papier raus, weil Pappe und Papier wird getrennt gesammelt. Okay. Und Altmetall und Altglas. Ja. Okay. Ihr seid jeden Tag Wir unterwegs? Sind jeden Tag hier von Montags bis Freitags. Ja. Bis Montags bis Freitags. Genau. Montag holt ihr quasi den Müll dann ab vom Wochenende. Genau. Okay. Das Wichtige ist einfach, besser sortieren, besser trennen. Wenn es geht, nicht vor den Containern die Tüten hinlegen, sondern die gehören in den Containern rein. Ja. Ja. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Ja. Wer holt das bei euch ab? Unterschiedlich. Ist die gleiche Müllabfuhr, die bei mir kommt? Es ist die gleiche Müllabfuhr, es ist Viola. Ja. Holt die meisten Container ab, bis auf Sperrmüll, das holt Firma Oetchen ab.
Okay. Ja, aber sonst ist das Gleiche, bloß in groß wie zu Hause. Ja, okay. Kann ich meinen Müll auch hierher bringen? Nein, das geht nicht. Das ist nur für die Rothenburger Werke. Okay, ja gut. Ja. Vielen Dank. Bitteschön. Was ist das jetzt? Restmüll? Das ist Restmüll, ja. Wenn er voll ist. Einmal die Dosen, das ist alles aus der Küche, das pressen wir, damit hier mehr Platz ist. Und hier nebenan ist alles Altmetall, das meist natürlich von den Handwerkern. Das wird auch regelmäßig abgeholt. Also hier kommen die Dosen rein, die werden gepresst, also klein gemacht. Dann kommen die in die in der Kiste rein, wo die Dosen drin sind, die Flaschen. Und dann sortieren wir die immer, wo was reinkommt, und dann gucken wir immer, was so was anliegt. Ja. So ist halt, wir warten, bis die Maschine fertig ist. Das dauert immer eine Zeit, weil die mal nur 3 Dosen pressen kann, statt 6 oder 8 Dosen, was der Maschine wohl zu viel wäre. Jetzt geht die automatisch aus, weil die jetzt ganz unten ist. Dann drückt man nochmal den Müllknopf, dann fährt die automatisch nach oben. Dann muss man warten, bis das Fest oben ist, und dann kann man die erst dann öffnen. Dann macht man den auf, und dann sieht man schon, dass die Dosen klein gepresst worden sind. Dann kommen die in so eine rote Kiste rein, verwandeln wir die Maschine, und dann dahin, wo die Dosen auch reingehören. Und dann sortieren wir die auch immer nach Leck und auch so nach Altmetall und sowas halt. Okay. Also hier haben die diese Lampen und sowas. Die werden natürlich getrennt von den Nierennächter, weil die wohl mit Gas und sowas gefüllt sind. Dann werden die natürlich erstmal gestapelt. Wo die denn hinkommen, weiß ich natürlich nicht. Dann haben wir hier Elektroschrott. Und auch Kabel und das alles, was getrennt wird, Fernseher und sowas, dann wäre das natürlich irgendwann auch abgeholt. Dann müsste man eine Scheiße einen Antrag stellen. Und dann gucken wir dann, ob wir noch weitere neue Aufträge bekommen. Wenn ja, gehen wir natürlich mit und passen natürlich alle mit an. Und dann bringen wir das hierher, sortieren das natürlich nach Geräte und nach Kabel und sowas, nach Kupfer und sowas. Und ja, und jedenfalls auch Fernseher werden extra getrennt. Weil das ist jetzt ein Drucker oder was das da ist. Und jedenfalls der wurde gestern auch getrennt von den Kabeln und sowas. Und ja. Und jedenfalls da werden auch Batterien getrennt, weil das auch extra gelegt wird, weil das auch extra abgeholt wird. Du, Ronald, ja. Hast du mir das ja gerade so toll erklärt. Ja. Aber bei mir zu Hause geht das nicht. Nur wenn jetzt die Wohngemeinschaften, die können jetzt hier anrufen und Bescheid sagen, ne? Genau, oder auch einen Lieferschein schreiben, dass das denn dann und dann abgeholt werden muss. Und dann gehen wir auch dann dahin, holen das natürlich dann ab, lagern das erstmal hier, wer das sortiert. Und dann gucken wir, wo was reinkommt, und dann sortieren wir das halt auch entsprechend. Okay. Danke dir. Bitte sehr. Du, Henrik, ja. Die Außenreportage von Alex, ne? Ja. Die fand ich mal sehr informativ. Absolut. Man kann wirklich behaupten, was kann man denn eigentlich behaupten? Dass man in dieser Sendung eine ganze Menge lernen kann. Ja. Ne? Denn so mit der Mülltrennung, das sieht ja nicht jeder so eng. Ich glaube, du bist ein ganz ordentlicher zu Hause, ne? Ja, also ich trenne meinen Müll zu Hause. Ja. Und wer der Meinung ist, dass man hier viel lernen kann, kann das ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde ich ganz cool finden. Ja, finde ich auch. Leute, schreibt doch mal, wie toll das ist hier. Ein Wahnsinnsverein. Schön. Jetzt mal ein ganz anderes Thema. Hat, glaube ich, mit Nachhaltigkeit gar nichts zu tun. Aber ich bin aufmerksam geworden. Sascha, du weißt, worum es geht. Es gibt so eine Plastikhülle. Die ist ungefähr so groß wie ein Ausweis. Nicht nur zufällig, denn sie ist für einen Ausweis. Und da steht was drauf. Da steht nämlich drauf, schwer in Ordnung Ausweis. Sascha, das musst du mir erklären. Also, es gab eine Frau mit einer Beeinträchtigung, die hatte die Idee, ihren Ausweis
in eine Hülle zu tun, wo drauf stand, Schwer-in-Ordnung-Ausweis. Weil in Ehrlichkeit heißt der Ausweis, mit dem man umsonst Zug fahren kann, ja Schwerbehindertenausweis. Aha, ich habe eine Ahnung, in welche Richtung das geht. Da kommt wieder dieses Stichwort Inklusion. Genau, Inklusion. Obwohl Inklusion, wenn wir ganz ehrlich sind, ja eigentlich etwas Selbstverständliches sein sollte, denn jeder Mensch ist ja Teil der Gesellschaft und da sollte eigentlich nicht unterschieden werden zwischen Menschen mit Beeinträchtigung und Menschen ohne Beeinträchtigung. Ja. Da sagst du was. Mhm. Aber das muss in den Köpfen der Gesellschaft erstmal ankommen. Also, Sascha, du hast jetzt die Aufgabe, diese Hüllen überall zu verteilen in den Werken. Das ist eine Menge Arbeit, ne? Genau, ich habe den Auftrag, diese Hüllen in den Werken zu verteilen. Bedanken möchte ich mich einmal bei den Hüllen für die Hüllen bei Florian Hensel. Der hat mir auch gleichzeitig den Auftrag zukommen lassen. Mhm. Und wenn Leute Lust haben, mir dabei Hilfe zu leisten, diese Hüllen zu verteilen, die können sich dann gerne bei mir melden, dann gebe ich gerne einen Schwung raus und vielleicht kann dann der ein oder andere die Hüllen auch verteilen. Cool. Mhm. Und ich kann die Hülle auch benutzen. Natürlich, wenn du für deine EC-Karte zum Beispiel. Ja, oder ich sehe gerade für meinen Ausweis, das passt. Ey, cool, schwer in Ordnung Ausweis. Ich wusste gar nicht, dass ich schwer in Ordnung bin. Das finde ich aber schwer in Ordnung. Florian Hensel übrigens, wer es noch nicht weiß, Referent der Geschäftsführung, der hat das Ganze so ein bisschen vorangetrieben. Und du armer Kerl hast jetzt ganz viel Arbeit, aber vielleicht meldet sich wirklich jemand und sagt, ich bringe einen ganzen Schwung mit in meine Wohngemeinschaft oder so etwas. Finde ich klasse, sollte eigentlich jeder auf seinem Ausweis haben. Zumindest jeder, der schwer in Ordnung ist. Ja. Weites Feld. Schön, das dazu. Jetzt kommen wir, schauen wir mal. Wir müssen hier noch ein drittes Bild. Hier ist mein Ablaufplan völlig durcheinander geraten, ist egal. Von der Reihenfolge her würde ich sagen, kommt Kaffee Bunt. Natürlich, Kaffee Bunt ist wieder da. Ja, das finde ich cool. Und was zeigen Sie uns heute? Du glaubst es ja nicht, die reiten immer noch auf dem Schneemann rum. Also ich meine, die haben immer noch einen Schneemann im Programm. Vielleicht hoffen sie dadurch, dass sie mit Schnee arbeiten, dass es auch mal schneit. Aber ganz ehrlich, Sascha, es schneit nicht mehr, oder? Ich glaub's nicht. Naja, zumindest nicht mehr so oft wie in meiner Kindheit. Also ich kann mich daran erinnern, als ich Kind war, hat es ganz oft geschneit. Und es gab auch Wintertage, die waren richtig kalt, aber heutzutage... Das ist wahr. Stichwort Klimawandel. Ja. Ach Gott, in meiner Kindheit, es war ja Eiszeit. Da hatten wir ja nur Schnee und nur Eis. Das war auch ein bisschen viel. Dies ist ein bisschen wenig. Völlig unabhängig davon, Kaffee Bunt hat sich also rangemacht und baut diesmal Schneemänner, halt dich fest, aus Socken. Ach, das finde ich cool. Na gut, dann wünsche ich viel Spaß mit dem Kaffee Bunt. Jawohl. Ey, Leute, die Kamera. Oh. Also, hallo, ihr so, Lieben. Moin. Nein, ja. Wir haben alle unsere Strümpfe noch an. Ja, einmal zum Beweis. Also, Schuhe alles gut. Auch. Aber wir haben eigentlich schon über das Thema geredet, denn... Was ist mit dem Schneemann passiert? Da ist ja nur noch die Moorrübe da. Ist ein Einhorn geworden. Also bitte. Ach so, ein Einhorn. Geschmolzen und ein Einhorn. Wir haben schon neue am Start. Also... Und da ging es um die Socken, ne? Ja, das hat mir letztes Mal so gut gefallen. Euch als Hintergrund, das fand ich ganz toll als Schneemänner. Und da habe ich gedacht, so, den können wir ja auch noch einen machen aus einer Socke. Alte Socken hat bestimmt jeder möglichst gewaschen, wenn es irgendwie geht. Besser ist. Also einzelne Socken, ich weiß nicht, ich glaube, die Waschmaschine ist die immer. Ja, das stimmt. Ja. Aber aus einer Socke kann man eben auch einen Schneemann machen. Ja, das sieht gut aus. Ja. Ne? Und ja, wenn draußen schon kein Schnee liegt, dann holen wir uns den eben rein. Eben. Super. Und was wir dafür brauchen, das zeigen wir euch jetzt. Genau. Also, wir basteln einen Schneemann. Ihr habt ihn vorhin schon gesehen. Und zur Verstärkung haben wir das Einhorn, was vorher ein Schneemann war. Ja. Also, dazu braucht ihr einen Strumpf, eine Socke, vorzugsweise eine weiße. Ja, macht Sinn beim Schneemann. Ja, ergibt Sinn. Und dann schneiden wir die einmal hier überhalb dem Hacken ab. Ja, genau. Und, ach nee, das Stück brauchen wir, ne? Das, ja. Habe ich das? Ja, musst du ein bisschen länger lang ziehen, genau. Ja, ich glaube, ich hab's
So ein bisschen ziehen. So, und dann müssen wir das einmal unten zusammennähen. Ich habe hier schon mal einen Faden eingefädelt, weil vor Publikum geht das ja sonst nicht so gut. Das nähen wir hier einmal irgendwie zusammen. Ja. Das kann man so. Das geht schnell. Ja, das kann man so. Wir füllen das ja mit Füllwatte und da, die kommt da unten sowieso nicht raus. So, dann können wir das noch ein bisschen nach innen machen. So, und dann. Ja, wenn es mal schneiden würde, ne? Also am das Ende vernäht man einfach, indem ihr eine Schlaufe lasst. Also, das sieht man das. Und da noch einmal die Nadel durch. Das macht ihr zweimal. Und dann, auch falls ihr mal eine Jacke flickt oder so, dann ist das nämlich zu. Und jetzt nehme ich die Füllwatte. Und die Füllwatte ist ganz gut, auch wenn man für draußen Weihnachtswichtel oder so macht. Die ist halt auch, die weist auch ein bisschen den Regen ab. Damit kann man auch so Bärte machen oder so. Ja. Die füllen wir jetzt hier einfach rein, so nach und nach. Ja, muss man so ordentlich füllen. Also man denkt immer, in so eine kleine Socke geht nicht so viel, aber weit gefehlt. Füllwatte, da geht eine Menge rein. Ja. Wer schon mal ein Kissen oder irgendwas gefüllt hat, der weiß das. Die Nadel vielleicht nicht. Brauchst du noch ein bisschen? Ja, so ein bisschen würde ich noch nehmen. Ja, genau. Ich glaube auch noch mehr. Ja, ja, man täuscht sich. Ja, ne? Also immer schön rein mit dem Schnee. Das wird ein schöner, dicker Schneemann. Jo, dankeschön. Ich habe schon ewig keinen Schneemann mehr gebaut. Hier liegt ja so gut wie gar kein Schnee. Nee, das ist wirklich traurig. Wann hatten wir zuletzt richtig dollen Schnee? Ja, guten Schnee. Schon lange her. So, und dann haben wir die Kaisklebepistole schon heiß. Da mache ich hier gleich Kleber rein, ja. In einen Deckel von einem Glas. Und da klebe ich das Ende schon mal rauf. Dann hat der nämlich schon mal, oh, ein Schieferschneemann. Na ja, so. Denn dann kann der nämlich schon mal so stehen bleiben. Habe ich beide Hände frei. Tüdelband. Einmal, oh, Petra, würdest du mir deine Hand leihen? Genau. Ja, ich halte das fest. Petra, meine dritte Hand. Nur nicht mit, ja, super, hast du gut gemacht. So, ohne meinen Finger mit festzuknoten. So. Und dann machen wir das in der Mitte nochmal mit Tüdelband. Und ja, man kann ja dann noch Schleifenband nehmen, so wie hier habe ich jetzt. Oder ne, ich habe hier jetzt auch so eine Schnur. Hältst du noch einmal fest? Ja, ich würde ein bisschen höher setzen, weil sonst ist der Kopf größer als der Bauch. Ah, siehst du. So. Du bist Profi. So, dann mache ich ein. Und ich habe meinen Finger drauf. Und dann mache ich dann noch einen Knoten. Finger weg. Zieh ruhig. Zieh. Zack. So. Dann schneide ich das ab. Schneide ich das hinten ab. Und jetzt ein bisschen rosa. Ja, das ist einfach ein alter Schnürsenkel. Ne? Kann man ja auch immer mal gebrauchen. Ja. Für irgendwas. Kriegst du hier noch so ein Schleifchen. Das erinnert mich ein bisschen an unsere Kastanienmännchen von der Form, die wir gemacht haben. Ja, das stimmt. Die waren toll. So, einmal hinlegen, Uschi. Meine Schneefrau heißt nämlich Uschi. Uschi. Uschi, ja. Ich mag Uschis. So. Und dann haben wir die Klebeaugen. Richtig. Es gibt auch welche zum Selbstkleben. Die haben wir nicht hier, aber die halten auch nicht so gut wie die man mit Heißkleber befestigt. Ja, die lösen sich schnell ab, ne? Mit Heißkleber. Ja, bei Heißkleber ist einfach fester, ja. Kann man sich schnell verbrennen, tut weh, aber auch nur kurz. Ja, aber Blase bleibt. Ja, aber schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ja, hier, ich habe eine Blase, hier, da. Da. Blase. Na. Ja, das ist eine neue Patrone, weißt du? Ja, jetzt geht's. Na, komm schon. Heißkleber. So, da sind wir doch schon ziemlich weit. Dann haben wir heute wieder Pfeifenputzer. Und zwar den, der noch so Büschel hat. Dann nehme ich jetzt einfach, schneide ich das einmal da ab und einmal hier. Da ist ja ein Draht drin, den schiebe ich da gleich ein Stück rein. Mach aber auch vorher noch ein bisschen Kleber dran, damit das auch hält. So, und dann schiebe ich das hier rein. Na? Ja, sieht Nase, doch gut aus. Nase. Hast du gut gemacht. Kriegt dann noch ein paar Punkte. Ja.
wasserfesten Stift, genau. Erstmal kriegt er hier Knöpfe. So, das macht man ja, wenn man einen Schneemann baut, macht man das ja mit Kohle, ne? Ja, genau. Na. Ich wollte zuerst das Topapier ausschneiden, aber das kann man mit dem wasserfesten Stift genauso gut, ne? Ja, und man nimmt normalerweise auch einen, der ein bisschen noch kräftiger ist, aber ja. Ich glaube, man sieht es, ne? Ja, so. Das hast du doch gut gemacht. Super. Ja, ein Schneemann, eine Schneeuschi. Ja. Super. Vielen Dank für den Tipp. Ja, dann ist Klaus nicht mehr allein, ne? Ja, Klaus und Uschi. Gibst du mir mal einen Teller? Man kann das dann ja auch noch dekorieren. Klaus und Uschi. Ein bisschen Schnee. Oder so. Ja, siehst du, das ist auch schön. Die sind doch schon jetzt ein Herz und eine ja, Seele. Ja, wunderbar. Nee, das hast du sehr schön gemacht. Sehr schön. Sehr gut. Was sagst du dazu? Ja, der Rest vom Schneemann. Ja. Ich hätte das nicht hinbekommen. Doch. Nee, das ist schwierig. Das probieren wir beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Du Sascha, ich meine, das mit diesen Tennissocken und so, das kann man ja machen. Machst du jetzt Schneemänner aus Socken? Nein, mache ich nicht. Oh. Ich mache Hexentreppen. Hexentreppen? Was ist das? Das sind Girlanden. Ist ja bald Karneval. Ja, das heißt, du feierst dann Karneval jetzt so in dieser Zeit? Naja, ich bin eigentlich ein gebürtiger Rheinländer. Ich komme aus den Karnevalshochburgen und ich habe Karneval immer geliebt. Ja, klar. Ach so, ja. Dann ist es ja auch schöner, wenn man Girlanden baut, meinetwegen Hexentreppen. Aber Socken als Girlande, nö. Ich finde das ganz hübsch mit diesen Schneemännern. Könnt ihr ja nachbauen, ist ja gar nicht so schwierig. Und wenn ihr alle euren Schneemann ins Fenster stellt, dann fängt es vielleicht wirklich mal an zu schneien. Hätte doch was. War ja noch nicht so doll mit Schnee in diesem Jahr, ne? Nee, leider nicht. Um Weihnachten herum war es ziemlich kalt. Aber was wir jetzt haben, das sind ja schon fast Frühlingstemperaturen. Heute am Freitag, wo wir aufzeichnen, haben wir 7 Grad, Henrik. Es ist Irrsinn. Es ist alles ein bisschen verrückt. Gut, von daher nochmal vielen Dank ans Kaffeebund-Team für die vielen Schneemänner. Feine Geschichte. Jetzt sind wir euch noch ein zweites Bilderrätsel schuld. Also es ist dasselbe Rätsel, aber der zweite Tipp, den ziehen wir uns mal rein. Wie? Genau. Sascha, bringst du uns denn wieder eine Straßengeschichte? Ja, das mache ich. Diesmal kommt die alte Allee. Und Die alte Allee. Ich habe mich schon immer gefragt, was heißt eigentlich alte Allee? Wird ja vor allen Dingen mit AA geschrieben. Da wird nicht gestottert, sondern alles Nähere erklärst du uns gleich, oder? Genau. Ich wünsche euch einfach viel Spaß mit unseren Straßengeschichten. Mein lieber Sascha, einen lauteren Platz hättest du dir nicht aussuchen können, wa? Wo sind wir hier? Ja, das stimmt. Heute Morgen hätte ich mir wahrscheinlich tatsächlich keinen lauteren Platz in Rothenburg aussuchen können, denn es werden Bäume gefällt. Wir befinden uns hier in der Alten Allee. Ja, und hier gibt es auch gleich einen Hinweis, denn die Stadt Alter ist 572 Kilometer von hier entfernt. Alte Allee. Sascha, die Straße ist ja nicht die älteste. Die wurde nämlich 1981 eingeweiht. Kannst du mal genau erklären, wo sind wir hier eigentlich? Was ist da? Was ist da? Ja, also die Straße, die hier hochgeht, heißt Nödenstraße. Und die Straße, die geradeaus hochgeht, das ist die Glockengießerstraße, die wir ja auch schon einmal gezeigt haben. Richtig. Und wir können ein altes Foto einblenden, schwarz-weiß. Das zeigt diese Stelle von vor 40 Jahren. Da war nämlich die Glockengießerstraße hier zu Ende. Dann kam die Nödenstraße. Und ab hier, zur Alten Allee hin, gab es nur noch Wiesen. Und hier ist die Wümme früher verlaufen.
Was ist denn hier passiert, Sascha? Warum hat man denn die alte Allee eigentlich gebaut? Weißt du das? Naja, damals gab es eine andere Durchfahrtsstraße, die durch Rothenburg ging. Das ist heutzutage unsere Fußgängerzone. Das war die große Straße. Ja. Und daraufhin hat man die Wimme verlegt. Und die Wimme hat man etwas tiefer gelegt, sag ich mal. Und deshalb hat man dann als Durchgangsstraße von Rothenburg die alte Allee mit der Glockengießerstraße gebaut. Ganz genau. Umgehungsstraße sagt man dazu. Es ist wirklich ganz viel Verkehr hier. Das ist der Verkehr, der sonst durch die Innenstadt gefahren wäre. Kinder, Kinder, Kinder. Jetzt haben wir uns noch mal schlau gemacht. Sascha, Alter, wo liegt denn Alter? Ja, also Alter ist die Partnerstadt von Rothenburg-Wimme seit 1974. Und die Stadt Alter liegt in Belgien. Genau. Partnerstädte, das macht man so aus Städte, partnerschaftlicher Freundschaft, was auch immer. Es gibt noch ein Foto, 1981 Einweihung der Alter Allee. Da gehen ganz viele Politiker entlang und freuen sich, dass alles so schön geworden ist. Und so laut vor allen Dingen. Sascha, lass uns hier verschwinden. Wir können ja noch mal den Wümmelauf ganz kurz zeigen, denn der ist ja, wie du gesagt hast, verlegt worden von genau. Da mitten rein in die Wiese. Flusslaufverlegung, das macht man nicht mal eben mit links, ne? Das ist eine Menge Schweinkram. Ja. Und deshalb schauen wir uns das doch einfach noch mal eben an. Bloß weg von dieser lauten Stelle hier. So machen wir das. So, eben waren wir ja bei der Alter Allee. Und jetzt sind wir in den Wimmewiesen angekommen. Zu meiner rechten Seite seht ihr den alten Flusslauf der Wimme. Und jetzt fängt doch mal um, Henrik. Und zur linken Seite seht ihr den neuen Flusslauf der Wimme. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, zurück ins Studio. Also das Tolle ist ja wirklich an diesen Straßengeschichten, dass man immer wieder was Neues lernt. Und was soll ich sagen? Diese alte Allee hat ja Rothenburg nicht unbedingt schöner gemacht, aber irgendwie verkehrsflüssiger, nein, kann man nicht sagen. Das ist einfach so eine technische Entwicklung. Es gibt immer mehr Straßenverkehr und für mehr Verkehr muss man mehr Straßen haben. Also das stellen wir jetzt einfach mal ganz nüchtern in den Raum. Mhm. Man neigt ja dazu, früher war alles besser. Aber ist ja auch Quatsch. Hm? Sascha, wir haben noch ein drittes Bilderrätsel. Es soll ja wirklich Leute geben, die immer noch nicht wissen, was wir dargestellt haben. Ja, aber wer es nicht weiß, kann ja noch ein bisschen raten. Deshalb wünschen wir einfach viel Spaß mit dem dritten Bilderrätsel und natürlich auch viel Spaß beim Raten. Du, Henrik? Ja? Weißt du, was jetzt kommt? Ja, es kommt gewisserweise das Ende. Das Ende? Ja, also es ist nicht das Ende der Sendung, aber es ist ein musikalisches Ende. Ach, schade. Ja, es ist tatsächlich so, dass Gesa und Jobst, die wir so geschätzt und geliebt haben, getrennte Wege gehen. Also die haben sich nicht gestritten, sondern, ach, das erzählen sie gleich am besten selber. Aber sie werden so als Duo für Sag bloß mit neuen Liedern zumindest nicht mehr zur Verfügung stehen. Ach, das ist ja echt schade, aber vielleicht sieht man sie ja trotzdem zwischendurch mal und das wäre ja eine ganz schöne Sache. Also ich denke auch, man soll nie, nie sagen. Die werden uns sicherlich noch mal begegnen. Aber jetzt hören wir sie noch einmal und kommen auch ganz kurz mit ihnen ins Gespräch, was da eigentlich los ist. Also trotzdem jetzt viel Freude mit Gesa und Jobst, ne? Genau. Bye.
Moment mal, was ist hier los? Ist das etwa euer Abgesang oder was? Ja, das ist es, Hendrik. Also ich habe was gehört von Hongkong, weiße Berge oder Wolken. Willst du nach Hongkong, Jobst? Ja, wäre auch nicht schlecht. Also reisen auf jeden Fall. Ja, ich werde wohl ein bisschen weg wollen. Oh, ich verstehe. Also reisen und sag bloß, Marc, können wir hinterher reisen nach Hongkong? Wäre schön. Ja, also mit anderen Worten, die Zusammenarbeit hier musikalisch ist für sag bloß zu Ende. Ja, so ist es. Oh nee, Leute, das könnt ihr aber echt nicht machen, ne? Das ist aber schade. Aber wenn wir jetzt mal gemeinsam nachdenken, wisst ihr noch, wann ihr euch kennengelernt habt? Ja, das war beim Theaterspielen 2007. Oh, dann rechnen wir, das ist wie viele Jahre her? 15 Jahre. Oh, das ist ja eine lange Zeit. Dann fällt euch der Abschied auch nicht so leicht, oder? Nee, wir sind echt zusammengespielt, muss man sagen. Aber ich höre Theaterspielen, das ist ja noch nicht Gesang. Wann habt ihr denn angefangen zu singen oder wie ging das überhaupt? Naja, das war noch damals in der Seniorenarbeit. Da hat Gisa noch gar nicht fest in den Werken gearbeitet. Stiftung Waldheim, Mitbewerber. Doch, geht wohl. Alles voll Corona, da habe ich gehört. Ja, und da ist Gisa aber immer einmal mittwochs zu den Senioren gekommen. Und ich auch. Ich saß in der Zeit im Fortbildungsreferat. Aha. Und wir hatten schon ein bisschen angefangen, Musik zu machen. Aber dann kam Gisa dazu und dann ging das richtig ab, ne? Der Beginn einer wunderbaren musikalischen Geschichte. Ich glaube, ihr habt uns wirklich begleitet, alle Sendungen durch von Sag bloß. Und von uns gibt es ja auch schon 70, 73 Folgen. Angefangen hat es aber eigentlich, du hast es gesagt, mit Corona. Ihr habt ja Terrassenkonzerte gegeben. Was war das? Naja, unsere Senioren konnten nicht zu uns kommen. Und dann haben wir überlegt, wie können wir vielleicht die Musik zu unseren Senioren bringen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir an die Terrassen oder vor die Häuser oder was eben so möglich war. Und dann haben wir den Bollerwagen genommen und Instrumente eingeladen und sind dahin. Und dann haben wir wirklich, also von Frühjahr bis Herbst, sind wir eigentlich ein- bis zweimal die Woche von Terrasse zu Terrasse gezogen. Das ist anstrengend. Ja. In dem Jahr sogar noch bis in den Frost rein. Da haben wir nämlich auch noch weite Teile des Korrendesings gemacht. Tolle Sachen. Nachts im Dunkeln bei Frost in Schesel auf dem Parkhaus fand ich echt, habe ich mir gemerkt. Das war so eine Wahnsinnssituation da. Ihr seid wirklich tapfer. Und dann gab es eine Zeit des Aufwärmens, nämlich bei uns in der Weihnachtskirche. Weißt du noch? Ach ja, das war schön. Die war so schön aufgebaut. Das ist eine ganz schöne Weihnachtsrevue geworden. Da haben wir dann vor der Krippe und an der Punschbude gesungen und so. Schön. Das war toll. Und vor allen Dingen, euch hat ja der Marc immer wieder in Szene gesetzt. Der hat ja mit Computeranimation euch schönste Landschaften gezaubert. Ich denke an das vorletzte Lied, als du als Hexe durch die Luft geflogen bist. War das wohl schön? Also da habe ich mich wochenlang drauf gefreut, bis es soweit war, dass ich mal abheben durfte. Aber lass mich raten, fliegen kannst du immer noch nicht allein, ne? Na, nee. Jetzt, wo ich die Masken sehe, ihr habt ja in der Corona-Zeit aus der Not eine Tugend gemacht und habt mit diesen Masken die schönsten Dinger gezaubert. Habt ihr noch mal Erinnerungsstücke da, so Masken von früher? Ja, wir sind so einiges gewesen da und da hatte sich das ja so abgelöst, die Musik von dem, was wir dazu gespielt haben. Und hier, ich habe hier in meinem Müdel, zum Beispiel sind wir mal hier... Bin ich mein Kuckuck gewesen, mit einer Schnabelmaske. Zum Kuckuck? Ja, das war mit den Senioren. Wir hatten ja zu der Zeit eigentlich noch eine Seniorenband, den fetten Wowi. Ah. Und wir waren vor Corona, muss man sagen, waren wir eigentlich das ganze Jahr ausgebucht. In verschiedenen Altenheimen, beim Landfrauenverband, was weiß ich wo. Ja. Und dann kam Corona und hat das alles gestoppt. Und diese Maske ist... von der Vogelhochzeit. Da gibt es noch jede Menge schöne Fotos von den Leuten vom fetten Wowi auch. Die haben da nämlich alle noch mitgemacht. Draußen, maskiert und so weiter und so weiter. Ja, ich erinnere mich. Aber hiermit bin ich tatsächlich auch der Kuckuck gewesen. Und du wolltest es jetzt nur nicht, vielleicht wolltest du da geschickt aus rum. Du warst nämlich der Esel. Ach, ja. Gib's ruhig zu. Nein, das brauche ich nicht zuzugeben. Das ist mir ja auf den Leib geschrieben. Aber dann sage ich eben gar nichts mehr. Ich halte die Luft an. Aha. Und dann kannst du, sag ich, brauche ich nichts mehr zu sagen. Das waren wir ja auch. Du Liebe. Hat mir viel Spaß gemacht.
Wunderschön. Ja. Gesa, wo hat er das gemacht? Wo hat er das gemacht? Oh, wir haben... Wo hat er das gemacht? Na, wir haben Clowns-Auftritte verschiedene gehabt. Wir haben ja sogar, das muss man vielleicht auch nochmal erzählen, als im Haus Göttingen Corona so heftig ausgebrochen war und dann alle hinterher durch waren damit. Und dann musste nochmal alles geputzt werden von oben und unten und die Bewohner sind alle so lange in der Niedersachsenhalle gewesen. Und dann haben wir da noch eine Clownsnummer gemacht, um ein bisschen gute Laune zu verbreiten. Ja. Das, was Jobst da macht, nennt sich Pantomime. Also sich bewegen, aber nicht sprechen und signalisieren, worum es geht. Eine tolle Geschichte. Aber ihr Lieben, wir können euch ja nicht entlassen, ohne dass ihr noch was Schönes singt. Habt ihr denn noch irgendwas auf der Pfanne? Wir hatten ja schon ein Lied ausgesucht, Unter fremden Sternen. Das war einer der großen Corona-Schlager, auch bei den Terrassenkonzerten. Ja. Und das wollten wir jetzt noch mal spielen. Müssen wir jetzt Jobst vielleicht doch noch mal... Ach komm, tauch noch mal ab und hier, setz noch mal, dass du... Ja, hier jetzt. Auf allen Vieren. Oh, bitte jetzt schnell. Die Atemmaske wieder aufsetzen. Was soll ich sagen, liebes Publikum? Wir bedanken uns bei Gesa und Jobst, dass sie uns über viele, viele Folgen ganz viel gute Laune und schöne Musik gebracht haben. Und jetzt hören wir sie ein letztes Mal. Und ich glaube sogar, die Strophe ist getuned, umgetextet. Ich lasse mich überraschen. Schön, dass ihr da wart. Alles Gute, Gesa und Jobst. Ja, danke. Du, Henrik. Ja. Wo jetzt Gesa und Jobst in den Ruhestand gehen, ne? Gibt's dann, heißt das, dass es dann nie wieder Musik bei Sack Blues gibt? Nee, das möchte ich mir nicht vorstellen. Es gibt Pläne. Wir haben schon Gespräche geführt und nächste Woche wird hier ein Instrument reingebracht ins Studio. Also wir haben schon Pläne. Eine Sendung ohne Musik ist ja irgendwie doof, ne? Ja, finde ich auch. Also nochmal ganz lieben Dank für die vielen, vielen schönen Dank. Konzerte, die Gesa und Jobst gibt. Naja, und auch Dank an Marc, der das immer so schön animiert hat. Also der da immer schöne Landschaften und Kulissen drum gebaut hat. Das war schon richtig toll. Aber ja, wie heißt es so schön, wenn es am schönsten ist, soll man gehen, dann gibt es wieder was Neues. Ne? Ja, so ist es. Und wir würden uns freuen, euch trotzdem irgendwann mal wieder zu sehen. Aber jetzt sind wir wieder bei meinem obligatorischen Abspann angekommen. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächsten Dienstag über Kanal 11 ab 17 Uhr innerhalb der Rothenburger Werke wieder dabei seid. Nicht vergessen, uns gibt es auch auf Abruf bei Facebook und YouTube. Bedanken möchte ich mich bei allen, die zu dieser Sendung beigetragen haben, bei unseren treuen Zuschauern, bei unseren neuen Zuschauern. Und sage bis nächste Woche. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen, Henrik? Nee, das war formvollendet. Ich schließe mich den Worten meines Vorredners an und verbleibe bis zum nächsten Mal. Alles Gute für euch.